Schönen guten Tag, heute bin ich in Westerwald, in Rheinland-Pfalz, in der 6000 Einwohner Kreisstadt Altenkirchen, ehemalig die kleinste Kreisstadt der Bundesrepublik Deutschland bis zur Wiedervereinigung. Dann wurde sie von Selo abgelöst. Heutzutage ist es natürlich auch nicht mehr Selo, sondern Cochem, aber ebenfalls in Rheinland-Pfalz, ich bin hier. Hier haben wir direkt die privilegierte Apotheke zu meiner Rechten, eines der ältesten Gebäude, die noch erhalten sind in Altenkirchen, der Stadt im Landkreis Altenkirchen, im Westerwald. Viel wurde hier zerstört im Zweiten Weltkrieg, das muss man fairerweise so anerkennen, das sieht man hier auch an dieser funktionalistisch gehaltenen Innenstadt und dieser Fußgängerzone. Aber es ist eine ganz spannende Region, Westerwald, wow. Hier ist schon mal der Marktplatz mit einer treppenartigen Brunnenanlage. Alles sehr funktionalistisch, aber eine große Einkaufsstraße ist ja ein bisschen robotzentrische Funktion schon für 6.000 Einwohner im Westerwald, weil es liegt halt auch sehr günstig direkt an der Bahnstrecke zwischen Limburg und Kreuztal bzw. Siegen von der RB90. Das hier ist der ehemalige Schlossplatz, heutzutage Ort der Stadtsparkasse von Altenkirchen. Ja, Altenkirchen wurde früher regiert von den Grafen von Sayn, Wittgenstein Sayn und nachher von den Grafen von Sayn, Altenkirchen, später Herzogtum Nassau. Es gab ja ein großes, prächtiges Schloss, von dem ist leider nichts mehr erhalten, außer dieser Schlossplatz. Das ist ganz cool hier, das Kreisständehaus mit diesem treppenartigen Giebel, der sich oben in so eine dreieckige Form vollzieht. Sehr schön. Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld und das wunderbare Wappen von Altenkirchen, ein Brunnen und das prächtige Rathaus von Altenkirchen mit schönen bunten Blumen in den Farben des Wappens gehalten. Wow! Und die katholische Kirche, eher modern. Das zeigt auch hier schon die religiöse Stellung von Altenkirchen. Wir haben eher eine protestantisch geprägte Kommune, deswegen befindet sich hier auch nicht ganz im Center die katholische Kirche und das Rathaus auch nicht zentral. Frisch Wilhelm Raiffeisen, der Genossenschaftler schlechthin. Er stammt hier aus dem Westerwald, aus dem Raiffeisenland. So wird das Ganze hier auch touristisch vermarktet, die Region. Falls ihr euch noch an das Neuwied-Video erinnert, die Fans werden es kennen. Da war ich ja schon bei seiner großen, großen Statue. Hier ist nur die Büste, das Original übrigens in Niederösterreich im Landtag. Und hier im Center von Altenkirchen, nahe des Schlossplatzes, nahe der Innenstadt, der Fußgängerzone, die evangelische Kirche. Auch diese hat einige Schäden abbekommen während des Zweiten Weltkriegs, wie man am Langhaus nur unschwer erkennen kann. Dennoch ist hier die historische Gestalt dieses Sakralbaus noch vor allem an seinem Turm ablesbar. Ja, der Turm ist ein Prachtexemplar. Ich muss sagen, Altenkirchen ist ein cooler Ort im Westerwald, Raiffeisen, ein Center.